Ein herzliches Hallo, hier ist Ron von Nächster Halt Freiheit und mein Schatz Petra, wir sind jetzt tanken. Wir sind jetzt gefahren, 450 Kilometer, waren auch nicht so langsam unterwegs, weil ihr seht, das passt, 5.15 Uhr sind wir gestartet und jetzt ist 10.15 Uhr, also 5 Stunden mit 450 Kilometer ist okay. Und jetzt bin ich gespannt, weil die Tankuhr sagt an, dass es gerade mal halb ist. Das bedeutet eigentlich 30 Liter Verbrauch. Das wäre also unter 8 Liter. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Zapfsäule sagt, Schatz. 3 Gutscheine. Das ist gut. Aber jetzt machen wir hier so und so. Das machen wir so. Also, wir tanken jetzt gleich und dann zeigen wir euch das. Aber wir lassen euch gerade mal. So. Ja, ihr seid Zeuge. Man klappt sich ziemlich müde raus. Nach den Kilometern. Rusty. Mal gucken, was Rusty so sagt. Sprittechnisch. So, belegt. So, jetzt wird auch gar nicht geschnitten, sondern. Bist du so lieb? Oder hältst du die Kamera, Schatz? Nö, ich kann doch auch. Also, wir sollten uns aber nur beeilen, weil sonst wird das Video ziemlich lang. E10, der hat nur E10, nicht wurscht. Normal, ja, dann normal. Schatz, ja, kompliziert, wenn man das Video nicht schneiden möchte. So, jetzt steigt die Spannung. Also wie gesagt, 450 Kilometer mit dem alten Auto. Richtig reindrücken muss ich. Ja. So. Oben, das finanziell ist nicht so wichtig, obwohl 1,60 ist günstig. 1,60 ist günstig, Schatz. Wir haben bestenfalls 1,70 getankt bei uns. Gell? Ich hab meint 1,62 habe ich gelesen, da wäre es noch billiger geworden. Nee, Diesel war 1,62. Ach so, okay, bin ich wieder falsch. Ja, Diesel war 1,62 und das Ding 1,60. Also 1,69. Oh ja. Jetzt sind wir aber schon, also jetzt müsst abschalten. Aber ich befürchte mal, es läuft munter weiter. Mist. Stimmt doch nicht die Anzeige. Mist. Okay. Tröpfel noch mal was rein. Stopp. Noch ein Stückle. Dann sind wir knapp unter 60 Euro. Passt aber auch noch. Okay, stopp. So. Also, aber 450 Kilometer mit 37,2 Litern geht. Ist ja kein Diesel, ist ja ein Benziner. Ganz neues Gefühl eigentlich. Und dann werden wir euch noch diverse Features in dem Auto zeigen, weil das Besondere ist eigentlich, dass an dem Auto alles funktioniert. Es funktioniert alles. Aber er heißt Rusty, weil er rostig ist. Aber selbst die Xenon-Scheinwerfer sind cool. Und er hat diverse Sachen neu bekommen, nämlich die Scheinwerfergläser sind neu und auch die Windschutzscheibe ist neu. Aber das kommt im nächsten Video. Jetzt wird gezahlt. Tschüss!